Pa? Gaan we dan maar meer eens rennen willen broegen? Mijn broeg is voor 1-2 wel race. Wat zei je? Ja. Oké, okay, dank u. Hallo. Ciao. Ciao. Het gaat hier zo. Salut, Jacques. Salut. Schön heute Morgen, gell? Ich gehe mit dem Velo arbeiten, glaube ich, ausnahmsweise. Aber das ist doch höllenweit. Boah, ein bisschen Training kann mir nicht schaden. Ich glaube, ich habe es bitte nötig. Papi. Was ist los? Die Mami will mit dem Velo arbeiten. Pap. Ja, Herrgott, was ist jetzt los? Du hast doch ihr Velo gut ausgelernt. Ich? Ah ja. Wem denn? Ja? Der Philipp und der Töbi müssen ein Velorennen organisieren und sie brauchen halt ein Rennvelo. Könntest du das vielleicht auch bevor mit mir besprechen? Hey, also, wenn ich das bei dir würde machen, was meinst du eigentlich? Das ist wieder so typisch. Denkst du nur an dich, oder? Lass mich doch einfach in Ruhe. Hast keine Chance, aber noch. Du kannst trampeln wie ein Waldross und wirst trotzdem verlieren. Das denkst du, ja. Mach Wusch und bin vorbei, musst schauen. Hey, du musst erst noch die Startnummer zahlen. Ja, kannst du den Luki fragen. Er hat gesagt, er zahlt alles für mich, okay? Okay, alles klar. Hey, Luki! Du musst noch für Marco zahlen, das geht. Hallo. Hopp. Da startet niemand gratis, komm. Merci. Cool. Das ist doch klar, dass so eine Nummer auf älter ist. So. Ha! Reinlehnen. Ja. Hey Mann, was ist ja los? Ich mache ja gar nichts. Wo ist das Problem? Du musst schon immer alles wissen, hä? Wirst wieder gemobbt. Liegt es an den Lehrer, an den Schülern, irgendwie, deine Familie oder an einem Typ? Das sind meine Eltern. Und? Sie streiten einfach die ganze Zeit und es regt mich langsam wirklich auf. Hat einer von beiden Affären? Was ist jetzt das für eine Frage? Ja, mein Onkel und meine Tante haben sich wegen dem scheiden. Meine Eltern lassen sich doch nicht scheiden. Es ist mehr... Sie interessieren sich einfach nicht mehr füreinander. Das ist auch Grund, um sich zu scheiden. Nein, für meine Eltern nicht. Was steckt hinter dieser Fassade? Eine graue Maus? Oder ein verführerischer Vamp? Eine graue Maus. Das glaube ich nicht. Dann denk dir etwas aus. Das kannst du doch so gut. Einmal besser als Matti. Stimmt. Okay, das ist der Deal. Du übst von jetzt an Mat und ich lege dafür an, was du willst. Auch wenn es scharf ist? Dann hast du recht. Okay, Deal. Fini? Was? Ich wollte dich nicht stressen, aber du hast noch eine halbe Stunde Zeit. Hey, die ist im Verratten scharf. Wer? Und Huber. Ratten scharf? Ja! Ladies and Gentlemen, nach 3 Runden, als erstes wieder da ist, hat gewonnen. Okay, mach dich bereit. Und Achtung, fertig! Hey! Kommen Sie an meine Lehrer-Styling-Show! Soll ich dann gerade an? Was ist denn los? Ist nun, ne?
als du dir nicht denkst. Hey, Junge, Junge. Ja, wer interessiert das schon? Die Preis, ja. DVD von Töbe, seine Horrorfilme.